Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir euch unsere Angebote, unsere Neujahrskracher zum Jahresstart 2021. Das ist Volker. Herzlich willkommen. Grüße euch. Ich bin Silvia und das sind unsere vier Angebote. So, als erstes darf ich vorstellen, unser großer Topf, unser Universaltopf, 9,5 Liter. Da zeigen wir euch heute eine Hühnersuppe. Dann haben wir als zweites Angebot unser Messersatz. Zeigen wir, wie man die einzelnen Messer benutzt. Hier unser Samovar. Zeigen wir, wie man Tee kocht. Und hier drüben unser Wok für die asiatische Küche. Bereiten wir ein asiatisches Gericht zu. Zuerst zeige ich euch mein persönliches Lieblingsmesser. Das ist unser Brotmesser. Und wenn ich jetzt hier so ein frisches Baguette habe, was normalerweise ja sehr krümelt beim Schneiden, durch diese wirklich scharfe Klinge habe ich minimal Krümel und auch so eine, seht ihr, das ist ein ganz luftiges Brot, das bleibt locker und ich habe einfach ein perfektes Schneidergebnis. Das ist unser Universalmesser. Hiermit mache ich mal eine Orange und filetiere die fertig. Ja. Der Vorteil, wenn das Messer wirklich scharf ist, dann habt ihr am Schluss immer noch das Saft in der Orange und nicht alles verloren beim Schneiden selbst. Ja. Hier ist ja diese weiße Haut und dann schneide ich hier rein. Das ist wunderbar, ein ganz tolles Orangefilet. Dann gibt es noch drei weitere Messer, unseren Filetiermesser, ideal auch für eine Fischhaut zum Beispiel. Ne, dann legt ihr den Fisch mit der Hautseite nach unten und zieht das so durch. Dann habt ihr einen schönen, sauber filetierten Fisch getrennt. Dann haben wir unser klassisches Kochmesser. Für alles, was man also wiegt. Das hat hier schön die Form, ne? Sieht man. Kann man so mit den Fingern drauf und kann das schön so wiegen. Und dann gibt es unseren Sandoku. Das ist eine kleine Form und Größe, die ich sehr gern mag. Ich mache jetzt hier ein paar Gemüseschillen, weil wir machen ja jetzt gleich was im Wok. Und dann kann ich schon immer dieses Gemüse als Stifte schneiden. Und ob ihr jetzt dieses Messer nehmt, ob ihr das klassische Kochmesser dafür auswählt, meiner Meinung nach ist ein bisschen Geschmackssache. Ne? Ja. Und das hat halt durch diese runde Form vorne, ist das zum Wiegen das bessere Messer. Ne? Unser Wokgericht, den Wok auf den Navigenio, auf volle Stufe aufheizen, Pieper aufsetzen, aufs Bratfenster stellen, zweimal drehen und wenn die Temperatur erreicht ist, braten wir unser Fleisch an als erstes. Temperatur ist erreicht, wir gehen runter auf halbe Kraft. Wir braten unser Fleisch an. Das ist Hühnchenfleisch, das geht ja ruckzuck, wird ja ruckzuck angebraten. Da? Ja. Soße. Und jetzt haben wir noch Lauch und Ingwer. Und jetzt machen wir unser Deckel drauf. Jetzt lassen wir das ein paar Minuten durchziehen. Machen wir noch eine schöne Soße dazu, Kokosmilch,
Gehe nochmal auf volle Stufe, dass das ein bisschen aufkocht. Bei unserem Angebot sind alle Zubehörteile dabei. Der Einsatz, ein Abtropfgitter, das Werkzeug, Kochbuch, gehört alles dazu. Der Wok hat 36 cm Innenmaß und ein Füllvermögen von 5,6 Litern. Lieber Volker, was ist jetzt das? Das ist unser Samovar für Tee. Hier oben haben wir den Tee angesetzt mit kochendem Wasser. Und hier ist das Wasser drin, das kocht und jetzt kann man mischen. Das heißt, ich mache hier oben meinen Tee. Hier wird der Tee gemacht, da hast du einen Sud. Und da nimmst du etwas in deine Tasse. Okay, das ist übrigens meine Tasse für Prinzessinnen, die noch auf der Prinze warten. Also das ist ein Frosch drin. Das heißt, wenn der Prinz kommt, wird diese Tasse benutzt. Ne? Also ich mache jetzt hier meinen Tee rein. Hier kommt der Tee. Es ist jetzt nicht schlimm, dass das ein irischer Tee ist. Ne? Nein, ja. Das kann ein türkischer Tee und sein, das kann dann mache ich hier ein chinesischer heißes Tee Wasser sein. Dazu. Ja. Das heißt, ich habe den ganzen Tag habe ich Tee. Ja. Immer parat. Ja. Ja? Super, gerade jetzt in der Zeit. Wir haben nur eine Prinzentasse. Wir haben nur eine Prinzessin. Also eine Prinzentasse, toll. Eine Prinzessin, aber keine. Was kann man noch mitmachen, wenn man jetzt nicht unbedingt Tee trinkt? Glühwein zum Beispiel. Ah, und dann yes. Macht man hier. Dann kommt Glühwein hier der Glühwein und hier, rein. Ne? Und hier der Rum. Da kann man einen Rum. Zum Beispiel. Ja, sehr schön. Neujahrskracher mit 9,5 Liter ist unser Universal und dass man einfach mal so einen Größenvergleich hat, was in denn so alles reinpasst und was man damit machen kann, habe ich hier zwei Suppehühner. Ja? Und ich denke, dann sieht man schon, was da so reinpasst. Also es wird jetzt auch Hühnchen reichen, für eine Hühnersuppe zu kochen. Ja? Ja, aber in dem Topf kann man zwei. Da kann man zwei machen und jetzt habe ich hier ein bisschen Sellerie, mit unserem tollen Messer geschnitten, Mörscher und Pastinake und mache die mit dazu. Und ein bisschen Lauch. Ein Lorbeerblatt. Genau, zwei Lorbeerblättchen. Und dann darfst du nur mit Wasser auffüllen. Ich fülle mal auf. Ich glaube, das reicht, ne? Gucken wir. Ah ja, mach doch noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ja, wenn Besuch kommt, kann man immer noch ein bisschen mehr Wasser. Kann man immer ein bisschen Wasser dran machen, genau.